Sehr geehrte Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen hier im Raum, es ist nicht das erste Mal, dass wir über die soziale Situation von Selbstständigen in Deutschland sprechen. Wir haben viel Grund, darüber zu sprechen. Das hat die Anhörung zu den linken Anträgen deutlich gezeigt. Sie hat gezeigt, auch die Selbstständigen brauchen unsere Solidarität. Und da, denke ich, müssen wir vorankommen. Und wenn wir uns das anschauen, dann geht es ja um eine ziemlich differenzierte Problematik. Grundsätzlich ist ja unser gesetzliches Krankenversicherungssystem aus einem ganz anderen Gedanken geboren. Wir haben ja vorausgesetzt, dass der Selbstständige eigentlich jemand ist, der gut verdient, Vermögen hat und dann in dem Sinne auch in allen sozialen Lagen für sich selber sorgen kann. Die Realität heute ist eine vollkommen andere. Und da geht es nicht nur um die prekäre Beschäftigung, die nach der Agenda 2010 tatsächlich weiter ausgegriffen hat, sondern es geht um ganz viele Formen von Selbstständigkeit, gerade im Dienstleistungsbereich, im Bereich der Pizzabäcker, der Schneiderin genauso wie bei der Dolmetscherin oder eben der Frau, die im Sprachkurs für das BAMF tätig ist. Die Bandbreite ist breit und wir wissen, dass wir große Probleme dort liegen haben. Und das hat uns diese Anhörung zu den Anträgen ja noch mal deutlich gezeigt. Und von daher reicht es auch nicht zu sagen, ja, wir werden mit der Bürgerversicherung ein wesentliches Element, Ursachenelement, nämlich, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen gerade nicht in die gesetzliche Krankenversicherung originär einbezogen haben, das werden wir damit alleine nicht lösen können. Wir lösen den Verschiebebahnhof, den es dort gibt zwischen PKV und GKV. Aber ganz grundsätzlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wir denn eigentlich einen Selbstständigen verbeitragen. Das bleibt unabhängig davon, ob wir die Bürgerversicherung haben oder den jetzigen Zustand, ein Problem, was wir lösen müssen. Und da sind wir leider in dieser Wahlperiode leider an der mangelnden Erkenntnis und Bereitschaft der CDU, überhaupt was zu tun, gescheitert, aber auch an einer SPD, die sich diesem Thema jedenfalls bislang nicht angenommen hat. Das muss man ganz klar sagen. Und Herr Mayer, es geht nicht darum, dass die GKV kleine Selbstständige übervorteilen will, sondern wir als Gesetzgeber haben Regelungen geschaffen, die gesagt haben, wir setzen für den gesetzlich Versicherten Mindesteinkommen voraus, die dann zu verbeitragen sind, unabhängig davon, ob die Menschen genau dieses Mindesteinkommen überhaupt erlösen oder nicht. Und genau dafür brauchen wir eine Lösung. Ich gebe Ihnen recht, und das haben ja auch viele der Sachverständigen betont, dass nicht unbedingt der Königsweg darin liegen kann, wie die Linke vorgeschlagen hat, tatsächlich das Einkommen, was vorausgesetzt wird, auf die Geringfügigkeitsgrenze abzusenken. Weil ab da hätten wir tatsächlich ein Problem, weil wir tatsächlich gucken müssen, Brutto- und Nettoeinkommen. Jeder, der heute in die gesetzliche Krankenversicherung als versicherungspflichtig Beschäftigter arbeitet, zahlt bezogen auf seinen Bruttolohn und eben nicht auf sein Nettoeinkommen. Und dieser wesentliche Unterschied muss natürlich mit in Betracht gezogen werden, sonst haben wir kein gerechtes System. Und von daher mangelt es an Ihrem konkreten Vorschlag. Wir haben einen anderen gemacht, der ja demnächst Sie noch mal hier im Hause auch beschäftigen wird, nämlich die Absenkung auf das Niveau derer sonstigen freiwillig Versicherten. Das hieße roundabout 1.000 Euro, was vorausgesetzt wird. Das würde dazu führen, dass wir vergleichbare Einkommensbetrachtung hätten. Und wir würden möglich machen, dass man einen Ausgleich zwischen selbstständig und versicherungspflichtig Beschäftigten hätte. Darum muss es im Kern gehen. Was nicht geht, ist gänzlich
davon abzusehen, dass wir eine Lösung brauchen. Das müssen wir jetzt anpacken. Und wir müssen es so anpacken, wie es ja auch zum Beispiel der Verband der Gründerinnen und Selbstständigen nahegelegt hat, nämlich zu sagen, es gibt nicht nur ein Problem in der gesetzlichen Krankenversicherung und überhaupt in der Krankenversicherungsabsicherung, sondern auch bei der Rente, weil viele dieser Gruppen, über die wir reden, immerhin wurde genannt, 320.000 Menschen hier in Deutschland derzeit geschätzt. Da geht es darum, dass sie auch die Mittel für eine vernünftige Altersabsicherung nicht haben. Und das müssen wir zusammenbringen. Kollegin, und dafür haben wir Ihnen einen Vorschlag vorgelegt. Nach Ostern wird er irgendwann hier in die Debatte kommen. Und ich hoffe, dass Sie sich mit etwas mehr Sorgfalt mit diesem Thema dann noch mal auseinandersetzen. Die vielen kleinen Selbstständigen, die einen wesentlichen Beitrag für die gesellschaftliche Entwicklung hier in Deutschland leisten, die haben verdient, dass Sie da genauer hinschauen. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht die Kollegin Maria Michalk. Danke.